Ja, setzt Zombies in Brand. Das scheinen sie nicht zu mögen. Lisa ist mit Benzin gemacht. Das ist natürlich geil, geil gesagt. Molotow-Cocktail. Nehmen wir mit. Und dann wollen wir mal weiterschauen, was wir hier denn noch alles finden in diesem Camp. Vielleicht mal eine Waffe oder so. Alles ruhig hier. Hier ist auch alles tot. Was soll denn hier laut sein? Oh, guck mal hier, ein Rucksack. Da ist doch bestimmt irgendwas Geiles drin. Eine Knarre oder sowas. Komm schon. Na. Gib Stoff. Plötzlicher Lärm. Böller! Eignet sich sehr gut, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Am besten wirft man sie und rennt weg. Geht in Deckung. Ja, die Böller, die haben uns ja gerade auch jetzt gerade den, oder die haben uns vorhin den Arsch gerettet. Halbwegs. So, ich würde sagen, wir erkunden mal die Gegend hier weiter. Hier ist auch noch ein Zelt. Was gibt's hier? Einen schönen Grill. Ein paar alte Campingstühle, eine Bratpfanne. Kann ich die Bratpfanne nicht mitnehmen hier? Und die als Waffe nutzen? Alles ruhig hier. Das ist gut. Hier ist ein altes Paket. Nein, hier ist auch nichts. Campingplatz sauber. Ach, guck mal hier. Durchsuchen. Wenn hier alles sauber ist, dann können wir ruhig ein bisschen lauter sein. Kraftvolles Arbeitspferd mit mittlerer Reichweite für Pistolen, einige Revolver und Gewehre. Eine Kaliber 45. Die nehmen wir natürlich auch mit. Also zumindest haben wir schon mal Patronen. Munition. Ja, fehlt uns jetzt noch die richtige Knarre, wa? Ah, guck mal, da steht schon mal. Durchsuche die Hütten. Da steht schon mal einer. Ich weiß nicht, ob das ein Zombie ist oder ob das ein Typ ist, der sich vor irgendwas schützen will. LB und Y, um den Zombie sofort zu töten. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Der steht da draußen. Können wir den von hier kriegen? Jo, danke. Das hast du gut gemacht, Kollege. Dann wollen wir mal reinschauen. Drücke X mehrfach, um eine verschlossene Tür aufzubrechen. Zombie weg. Sehr gut. Jetzt können wir auch ein bisschen lauter sein. Oh, das war laut. Nochmal. Kommen die Zombies? Den Zweig beschädigt. Verwenden. Ich nehme mal die Leiste hier und klopf ihm mal direkt den Schädel ein. Und ihm auch. Hua! Weg mit dir. Ja, jetzt kommen sie aber hier alle. Das ist natürlich scheiße. Wie viele kommen denn da noch? Weg mit dir. Weg, weg. Stufe 2 kämpfen. Machen wir eben kurze Barrikade hin. Ah, er hat auch noch Probleme hier. So, wo sind hier die anderen Spackos? Kann ich die Tür irgendwie schließen? Nö, ne? Zwei Zombies kommen noch von vorne. Weg mit dir! Sehr gut. Noch einer da drin. Noch einer von draußen. Check. Ja, kann ich den Kack jetzt mitnehmen? Was kann ich denn wegschmeißen hier? Böller? Ne, Kaliber? Okay, ist egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier jetzt ein paar Mopeds drin sind. Und wir rennen einfach mal weg und verstecken uns hier im Busch.
Hier sehen die uns bestimmt nicht mehr. Guck mal, hier liegt noch ein Zombie. Ja, gib ihm doch. Zack, rums, zack, augop, kop, kop, Alter. Das war das Gehirn. Krass. So, ist der Schläfer hier aufgewacht? Oder knackt er immer noch in der fröhlichen Morgensonne? Ne, der ist weg. Oh, da ist er. Drauf mit dir! Rums! Okay. Da gehen wir jetzt mal nicht lang. Da kommen sie. Wer kommt denn da? Die Zombies. Wo sind sie? Uah! Zack! Weg! Drücke LB und Y, um einen Gegner am Boden zu erledigen. Ja, das geht doch viel schneller. Der ist schon erledigt. Achso, ja, hier waren wir schon drin in der Hütte. Da waren nur noch, ja, die Dinger, die wir schon hatten. Wir gehen jetzt mal in die zweite Hütte hier unten. Springen mal rüber hier. Danke. Ja, die Steuerung ist etwas hakelig. Trotzdem macht das Spiel bisher sehr viel Spaß, muss ich sagen. Oh, was sind das denn für welche? Die haben leuchtende Augen. So, das war's mit den beiden. Guck mal hier hinten. So kann man auch die Tür schließen. Ach, und nach außen geht's auch auf. Wieder zu. Keine Barrikade. Brauchen wir erstmal nicht. Gucken, was wir hier haben. Ja, schau mal rein in den Schrank hier. Vielleicht finden wir hier irgendwas Geiles. Ich weiß nicht, ob man auch Sachen hier platzieren kann und Schmerzmittel, sehr schön. Alright. Drücke Select, um die Karte anzuzeigen. Das ist das Moped. Wo waren die Gunshots? Campingplatz ist nichts mehr da. Hier ist nichts mehr da. Da ist auch nichts mehr da. In den Hütten. Was war da? Entfernte Schüsse. Finde heraus, wo die Schüsse herkamen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Reise. Mal auf hier. Komm. Sehr schön. Zu den entfernten Schüssen. Und guck mal, was da passiert ist, weil da, das war auf jeden Fall interessant. Was haben wir hier noch? Achso, hier ist die öffentliche Toilette. Da sind mir gerade ein bisschen viele Zombies unterwegs. Ich habe jetzt nicht Lust, die alle zu bekämpfen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier entlang. Oh, hier ist, ja gut, der ist wohl kaputt, der Trailer-Van. Schade eigentlich. Qualmt noch ein bisschen. Sollte vielleicht mal einer löschen. Hier gab es anscheinend ein krasses Massaker. So. Ich schaue noch mal eben kurz auf die Karte. Wo sind wir? Da, okay. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nur noch geradeaus. An dem Camp hier vorbei. Aber sind mal vorsichtig. Denn hier laufen ja überall diese Viecher rum, ne? Das ist ja echt kacke. Und ich habe auch keine Lust, jetzt schon wieder wegzurennen für Nüsse. Wir gucken hier nochmal kurz rein. War hier noch irgendwas? Nein. Hier waren wir auch schon mal, oder? Ja, hier waren wir schon mal. Boah. Schon wieder Schüsse.
Das heißt, da müssen auf jeden Fall noch Überlebende sein, denn ich glaube, die Zombies sind zu dumm, um Waffen zu betätigen. Ich hoffe es zumindest. Können wir hier runter? Oder geht's hier steil bergab? Hier geht's steil bergab. Ja, das wollen wir dem Charakter mal nicht antun. Da unten Zombie. Da wurde er erschossen.